Fantastic. Hallo und willkommen zu einem, zum allerersten Spiel FIFA 17. Die Demo ist da und ich dachte mir, komm, das testen wir natürlich mal, weil ich schon seit langem FIFA spiele und habe jetzt natürlich schon sehnsüchtig drauf gewartet. Wir nehmen Manchester United mit dem Neuzugang Zlatan Ibrahimovic, der ja frisch kam von Paris Saint-Germain. Da sollte es angeblich sogar noch ein bisschen Streit geben um einige Gehaltszahlungen oder beziehungsweise Teile der Ablöse. Naja, wir werden sehen. Also muss man sagen, ich will natürlich jetzt nicht nur so das normale spielen. Wir wollen natürlich auch gucken, was hat sich getan bei dem Spiel. Wir spielen gegen Tigres, das ist eine mexikanische Mannschaft. Tigres UANL heißt sie, glaube ich. Universidad Autonoma, keine Ahnung, irgendwas. Also, wir wollen mal gucken, sind sogar gar nicht mal so schlecht. Manchester United, ja, richtig viele neue geholt. Muss man sagen, die haben schon richtig was, richtig viel Geld in die Hand genommen. Ich verfolge das natürlich auch alles sehr, sehr genau, muss man sagen. Also, viele wissen das nicht. Ich habe, also, Ahnung würde ich schon sagen von Fußball. Ich gucke viel Fußball. Ich verfolge natürlich immer ganz genau, wer wechselt wohin. Wer spielt wo und so weiter, wissen wahrscheinlich einige gar nicht. Die denken, ja, der spielt ja ganz doch nur Clash of Clans. Nein, 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 nein. Fußball interessiere ich mich sehr für. Und ja, war er natürlich gekommen. Mkhitaryan, sehr teuer gewesen. Generell die Bundesliga, ne? Viele, einige gute Spieler sind nach England gewechselt. Natürlich dann auch noch Sané und Gündogan, die ja jetzt bei Manchester City spielen, aber noch nicht so richtig zum Zug kamen. Na gut, Gündogan ist noch verletzt. Sané hatte noch so ein bisschen, ich sag mal, Startschwierigkeiten. Der ist ja noch nicht so ganz. Ein paar Kurzeinsätze hat er schon gehabt und wir gucken jetzt mal, dass wir jetzt hier mal erstmal durchkommen. Okay. Konter unterbinden. Ansonsten, ich hab's auf der Gamescom schon angespielt, das Spiel. Muss allerdings sagen, das ist natürlich dann immer noch ein bisschen anders, wenn du es dann jetzt noch mal ein bisschen spielst. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es jetzt mal hier ein bisschen verteidigt kriegen. Oh, der erste Schuss direkt. Okay, immer neues FIFA, da muss man sich erstmal wieder so ein bisschen reinfuckeln. Oh, hab ich echt David de Gea im Tor? Ich mag den ja so gar nicht irgendwie, keine Ahnung. Hätte ja auch diesen Sexskandal gehabt. Durfte dann bei der EM trotzdem spielen. Fand ich ganz lustig. Na gut, früher noch mit Van der Sar, da hatten sie noch richtig gute Torhüter. Und jetzt schicken wir mal, na, Mkhitaryan ist zu langsam, oder? Kriegt er den noch? Das ist doch kein Foul. Ach komm, hör doch auf. Mkhitaryan, den sie in Dortmund ja eigentlich, ja, sagen wir mal, sie vermissen ihn schon. Sie haben ja Götze geholt, aber Götze soll ja gar nicht so der Wunschtransfer gewesen sein von Tuchel. Er wollte lieber, glaube ich, so wie ich das gehört habe, Mkhitaryan behalten. Habe ich Pogba eigentlich schon im Team? Nein, was mache ich denn? Ich habe Rashford auch nicht nicht in der Aufstellung. Das ist ja der Typ, der quasi die ganzen Joker-Buden immer gemacht hat, den Joker-Rekord aufgestellt hat. Und Pogba für, ich glaube, 105 Millionen waren es, ne? Er ist für 105 Millionen gekommen von Juventus. Und Juventus hat dann seinerseits für 90 Millionen Higuain geholt, der dann angeblich auch zu dick war. Also, naja. Also, viel, ziemlich lustige Sachen, die in der Sommerpause passiert sind. Bundesliga hat ja auch schon wieder angefangen. Die ersten beiden Spieltage sind rum. Dritter Spieltag steht jetzt quasi vor der Tür. Bremen, naja, ihr wisst, ich bin Bremen-Fan und die sind nicht so ganz so gut gestartet. Oh, was ein Pass! Was ein Pass auf Martial! Und das Tor. Mein erstes FIFA 17 Demo-Tor. Und was für eins! Und was für eins! Ja, Rooney spielt bei Manchester United ja jetzt, glaube ich, hinter den Spitzen. Das hat er bei der EM auch schon gemacht. Lief dann eher semi, muss man sagen. Also, die sind ja gegen Island rausgeflogen. Lief nicht so ganz so gut. In der Vorrunde gefiel er mir ganz gut. In dem, hinterher, naja, war es dann nicht so das Gelbe vom Ei, was Rooney da zusammengespielt hat, aber naja gut, wir werden sehen. Zlatan hat ja schon ganz gut funktioniert, sie sind auch einigermaßen gut gestartet in die Premier League, haben ja gegen Manchester City 2-1 verloren, da hat Zlatan trotzdem getroffen, naja, wir werden sehen. Englische Liga ja eigentlich recht ausgewogen, Chelsea hat auch einiges Geld in die Hand genommen, muss man sagen, hat auch gut investiert. Komm, jetzt müssen wir nochmal. Nein, das hat nicht geklappt. Ich muss echt gucken, dass ich mal in der Defensive mal irgendwie mich so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen einspiele und mal gucke, wie ich das am besten angehe. Ich spiele ja immer mit einer etwas anderen Steuerung. Ich stelle mir die immer etwas um, weil ich irgendwann mal, ich habe ursprünglich mit Pro Evo angefangen. Nein, 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 nein. Oh, alter Schwede, war das knapp. Oh. Ich habe Dortmund vermisst irgendwie bei der Demo. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe eben mal geguckt, aber ich habe sie nicht gefunden. Weil ich eigentlich gehört hatte, Dortmund wäre mit dabei. Reus ist ja auch auf dem Cover. Er ist immer noch verletzt. Ich habe gehört, das wäre jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass er zeitnah zurückkommt. Er könnte nur gerade auslaufen aktuell im Training. Er könnte zwar Sprints machen und so weiter, aber dann doch nur geradeaus. So. Ah, oh, vom eigenen Spieler geblockt. Nachschuss. Zlatan. Zlatan. König Zlatan ist da. 2-0. Manchester United. Ja, das war ein bisschen gestocher. Ich würde auch ganz gerne gleich nochmal einen Freistoß kriegen oder so, denn ist mir dann auch aufgefallen, Freistöße, Ecken, alles ein bisschen anders, als wir das noch von FIFA 16 gewohnt sind. Vor allem die Ecken mit haben ein neues Prinzip, das, ja, versuche ich gleich nochmal zu zeigen. Vielleicht kriegen wir noch eine Ecke. Elfmeter
zumindest auf der Gamescom, auch komplett anders. Also das war echt ein Gefuckel. Matthias und ich haben, glaube ich, insgesamt 11 Meter verwandelt von 10. Aber nun gut. Finde ich auch mal ganz gut, wenn sich mal ein paar Sachen ändern. Was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ihr seht das vielleicht oben, der Pinöpel über dem Spieler ist jetzt etwas größer. Man kann jetzt ein bisschen besser erkennen, welchen Spieler man gerade hat. Oder vor allem natürlich, wenn du mit einem anderen zusammenzockst, kannst du es besser erkennen. Oh, Mkhitaryan, der marschiert hier echt ganz gut in diesem Spiel, muss man sagen. Jetzt wollte Zlatan den Ball haben, konnte ich ihm nicht geben. Okay, wen haben wir jetzt hier? Ach, ich habe ihn noch drin, den teuersten Spieler der Welt. Ball. Bock. Bah, komm. Also abseits. War das abseits? War Rooney im Abseits? Rooney ist der Captain. Rooney ist der Captain mit dem Chevrolet-Trikot. Der war doch... Ich wollte schon sagen, also so ein leichtes Stück stand er dann doch im Abseits. Habe ich das richtig gesehen? Ach, ich freue mich auch schon wieder auf die Orakel mit Matthias. Ich muss mir FIFA allerdings dann noch kaufen. Ich habe das noch nicht vorbestellt. Kommt ja, glaube ich, am 29. kommt das hier, glaube ich, raus. So. Schneiderla. Der sollte, glaube ich... War der nicht mal umworben von Atletico? Ich weiß es nicht. So. Ah, nein. Also, gib mir doch wenigstens eine Ecke. Was pfeift der Halbzeit? Ach, ich hatte schon gehofft, einen Elfmeter. Aber es ist leider nur Halbzeit. Sieht doch schon ganz gut aus, das Spiel, muss man sagen. Auch wenn es natürlich noch die ursprünglichen Mechaniken von das, was man immer bei FIFA hat, also sie können das Rad ja nicht neu erfinden. Aber man muss sagen, insgesamt gefällt mir das Spiel doch schon ganz gut. Was mir auch aufgefallen ist, dass der Ball doch jetzt ein bisschen realistischer springt, ein bisschen realistischer fliegt. Das, was ich sonst immer so ein bisschen vermisst hatte, was ich bei Pro Evo immer besser fand, dass der Ball ein bisschen realistischer fliegt. Wobei man auch sagen muss, Demo und richtiges Spiel, das können dann auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Muss nicht gleich sein. Ach, endlich habe ich mal den Ball abgenommen gekriegt, so halbwegs. Ich tue mich da echt gerade noch schwer. Muss ich mal wieder gucken, dass ich da mich mal wieder einstelle, gescheit. Und jetzt muss doch mal der schnelle Konter kommen hier. Zlatan ist natürlich auch... Der ist natürlich auch stabil, muss man sagen. Er ist natürlich schon in etwas gesetzteren Alter mit seinen 34. Ist vielleicht nicht mehr so ganz so schnell, aber er hat echt eine ziemliche Präsenz. Er ist ziemlich robust. Technisch natürlich immer noch richtig übel stark. Positionsspiel hat er natürlich auch richtig gut drauf. Also insgesamt muss man sagen, immer noch ein Weltklasse-Spieler und natürlich auch in diesem Spiel, ne? Muss man auch sagen. Oh, ey. 2-0 zwar aktuell, aber da darf ich mich nicht drauf ausruhen. Was macht er jetzt hier? Ah, Gignac spielt da. Okay, der französische Nationalspieler. Jetzt wird ein Schuh raus. Kennen wir doch. Der ist nach Mexiko gewechselt. Ich dachte so, warum? Knapp. Ich dachte so, warum wechselt er nach Mexiko? Es war irgendwie so unnötig, weil er eigentlich noch richtig gut ist. Naja, ich kann es mir schon denken, der Kohle wegen, aber... Dann schicken wir den außen. Es ist wieder Mkhitaryan, er läuft. Lauf. Ach, kommt da nicht mehr ganz dran. Ich tue mich gerade echt schwer, mal den Ball hier zu kriegen und dann mal gescheiten Spielaufbau hinzukriegen. Torres. Suchen wir da Gignac. Gignac sehen wir da jetzt in der Mitte. Der läuft jetzt schon wieder in die Zone rein. Ah, und kriegt den Ball. War er das? Nee, das war nicht Gignac. Das war 100% der zweite Stürmer. Ah, genau wie ich es gesagt hatte, schleicht sich da nach vorne, macht den Ball rein. Ja. Lucas Serrarian. Ja, so wie Gignac sah er dann wirklich nicht aus. Könnt ihr auch mal schreiben, was spielt ihr? Spielt ihr Pro Evo? Spielt ihr FIFA? Spielt ihr vielleicht keins von den beiden Spielen? Wer weiß? Das würde mich mal interessieren. Jetzt müssen wir natürlich mal wieder ein bisschen uns hier anstrengen. War nicht so ganz so viel, was ich hier in der zweiten Halbzeit auf die Kette gekriegt habe, muss ich ehrlich zugeben. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja. Jetzt läuft hier natürlich auch wieder keiner frei. Zlatan läuft irgendwo schon an der Mittellinie rum, was natürlich auch eigentlich nicht der Fall sein soll. Oh, und dann ist wieder ein Fuß dazwischen. Komm, Zlatan, mach ihn, Zlatan. Ah, hat er mich locker aussteigen lassen? Oder hat er mich locker vorbeilaufen lassen? An der Stelle, Rooney. Ich muss echt noch gucken, dass ich da... Da habe ich echt immer Probleme mit am Anfang, wenn so eine neue Demo oder so rauskommt, dass man da die Abwehr hinkriegt, gescheit. Ihr seht es, ich tue mich echt schwer, dem Gegner den Ball abzunehmen. Ja, komm, ey. Will er wahrscheinlich nur einen Freischuss haben, ne? Oh, jetzt versuchen sie es... Ich muss über die Außen aufpassen. Ach, hat dein Ball verspackelt. So. Ruhiges Aufbauspiel, schnelle Pässe. Ruhig und schnell, ja genau. Wenig widersprüchlich hier, komm. Martial. Aber es ist wieder keiner da, ne? Seht ihr? Es ist keiner
da, der hier mal irgendwas hinkriegt. Oh, ist aber wieder weg. Mann, ey, komm. 2-1 ist zwar gut, aber es reicht noch nicht. Ich weiß, wir sind nicht der beste FIFA-Spieler überhaupt, aber das soll ich auch, will ich auch gar nicht sein. Ab und zu mal eine Runde FIFA mit ein paar Freunden, das ist dann schon das Höchste der Gefühle, so soll das auch sein. Soll ja auch kein FIFA-Channel sein, das ist Mobile Gaming and More. Also ab und zu mal ein bisschen FIFA, aber auch nicht übertreiben. So, jetzt, Henrik, Mkhitaryan, lauf. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Da ist nämlich wieder einer. Der ist mir schon wieder am Arsch. Oh, was ein Pass. Nein, da ist einer dran. Und der Schuss, der Nachruf. Der ist dran. Ach, ich hätte so gerne meine Ecke gezeigt. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Was haben wir jetzt? Spielerwechsel. Wer ist denn reingekommen? Ich hab's weggedrückt. Oh, Aquino raus. Jetzt werde ich da vorne hinwerfen. Auf Pogba. Spielen wir da vorne hin. Ey, pfeift doch mal faul. Alter, das war doch ein Foul. Freistoß ist echt auch anders. Ah, da wollte ich noch umgrätschen. Ja, da haben wir es geschafft. Ha, da habe ich es geschafft. Alles blöd. Der pfeift nur Vorteil. Der pfeift nur Vorteil. Und jetzt ist Jiménez außen unterwegs. Bleib es doch mal ab. Oh, das ist so schwierig. Endlich haben wir mal den Ball gekriegt. So, jetzt musst du es doch mal... Abpfiff schon? Ach, das war schon. 2-1. Ja, immerhin hat es doch mit einem Sieg gereicht. Und zu einem Sieg gereicht. Ach stimmt, ich verwechsel. Ah, ich dachte gerade schon so Mourinho. Also, du siehst das Chelsea-Stadion. Du siehst Manchester United. Da siehst du Mourinho. Dann bist du erstmal voll verwirrt. Weil ja eigentlich Mourinho ja früher bei Chelsea war. Und jetzt ist er bei Manchester United. Aber okay. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei einer Runde. Na gut, mal wieder bei der Runde Clash of Clans, Clash Royale. Vielleicht auch mal wieder eine Runde FIFA, wenn ihr das wollt. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.